So, Akku Andu 98 hat geschrieben, es gibt hier einen Spieler, der hat in Cities Los Santos von GTA 5 nachgebaut. Die ganze Welt echt krass. Ach du dickes Ei. Also Los Santos ist echt groß. Und dass er das auch hier, also hat er das schon fertig gebaut, Aguanus, das wäre krass. Denn, ich meine, GTA 5 ist jetzt seit wann raus? Seit letzte Woche Dienstag oder vorletzte Woche Dienstag? Das wäre schon in sehr kürzester Zeit. Das wäre echt krass, ne? Respekt. So, okay, wir haben noch ein Stromdefizit hier. Ich muss mal wieder Strom bauen. Also Los Santos nachgebaut, das wäre echt krass. Ohne Witz. So, was haben wir denn hier? Wie viel gibt das denn? Nach 120 Megawatt gibt es ein Ölding. Boah, das ist geil. Wir sparen ein bisschen auf ein Ölkraftwerk, Leute. Kostet zwar 50.000, aber das hat eine Ausgangsleistung von 120 Megawatt. Wir müssen natürlich jetzt nur schauen, dass wir jetzt hier so lange das überbrücken können. Das heißt, wir werden das Budget halt mal ein bisschen hochschrauben für Stromproduktion auf 130%. Das sollte vielleicht das ein bisschen kompensieren. Stromverbrauch 157, Stromerzeugung 151 Megawatt, das sollte dann soweit passen, zumindest jetzt noch. Und dann sparen wir einfach auf ein Ölkraftwerk. War es richtig? Öl. Ja, ein Ölkraftwerk. Das machen wir dann gleich. So. Was steht hier links unten? Kaufen Sie ein neues Land? Nee, ich kaufe kein neues Land. Ich habe hier noch genug zu bebauen. Meine Güte, guck dich mal an. Das ganze Ding hier, was hier mit den gestrichelten Linien umfasst ist, das muss ich alles noch bebauen. Da hänge ich ja noch morgen dran, mindestens. Gucken wir mal. Pyrox, du bist gerade am Start, ja? Du schreibst gut, gut, danke. Vorhin erst von Geburtstag gekommen, deshalb erst jetzt dabei. Ja, kein Ding, Pyrox. Wie gesagt, wir machen noch bis 3 Uhr oder so heute. Je nachdem, wie lange meine Stimme aushält. Ja, Pyrox, ich hoffe, der Geburtstag war geil. War es dein eigener? Muss ich dir gratulieren oder vom guten Kollegen oder Freundin oder Freund? Kannst du mal reinschreiben. Und wenn du das reinschreibst, kannst du ja mal auch reinschreiben zusätzlich, ob du auch einen Bezirk hier nach dir benannt haben möchtest, ja? Du hast kurz vielleicht was verpasst hier, du bist jetzt gerade dazugekommen. Wir haben hier verschiedene Bezirke halt, die kann man hier benennen. Wir haben hier Rinds-Fischhausen, weil Rind doch ganz unkreativ ist, da gibt es noch keinen anderen Namen. Dann haben wir Mellingen für die Mellitus. Dann haben wir Akiba, das ist der Bezirk von Kampfisch. Gigahausen, ja eh klar, von Gigatobi. Und wir haben Time Waste vom Aguandos 89. So, wenn du Bock hast, kannst du auch gleich mal einen Bezirknamen für dich persönlich, Pyrox, reinschreiben im Chat. Dann werden wir einfach dir auch einen Bezirk zuweisen. Nö? Kannst du mal kreativ sein. So, da gönne ich mir mal ein Schlückchen und ich glaube, ich nehme mal auch so ein Bonbon. Denn so nach knapp 3 Stunden Streaming kratzt du langsam der Hals. So. Okay. So, Kampfi schreibt, GTA 5 ist doch schon lange raus, sieht zumindest für die Konsole, mindestens ein Jahr schon. Ja, Kampfi, ich weiß. Aber A, das Game für PC ist erst seit zwei Wochen draußen ungefähr. GTA 5. Und City Skylines ist immer halt auch erst seit 2-3 Wochen draußen, ungefähr, oder 4 Wochen. Das heißt, der Typ hat das also nach der PC-Version nachgebaut. Also, konnte erst dann anfangen, als das Game hier, City Skyline, draußen war. Also vor 3 Wochen. So. Ah ja, Boxen. Kampfisch schreibt, dass er auch gleich Boxen ist. Wladimir gegen irgendeinen anderen. Wann geht's los, Kampfisch? Hast du schon geschrieben? Schreib mal rein. Sonst muss ich mir das aufnehmen. Ich habe ja den Luxus, dass ich mir das hier aufnehmen kann. Gucken wir später an. So, warte mal. Also, zuerst wollte ich jetzt hier, jetzt haben wir die Kohle, ein Ölkraftwerk bauen. Das bauen wir mal hier hin. Ein bisschen die Umwelt verpesten. Natürlich direkt vor dem Forstamt. Denn hier ist ja ist natürlich etwas unpraktisch. Ich habe hier nämlich hier mein Forstgebiet. Außer schön, man hört sogar auch hier die Vögel zwitschern. Das Geile ist auch, wenn man diese Zuteilung macht für das Industriegebiet, dann haben auch die Firmen dementsprechend die Namen für Forstwirtschaft. Zum Beispiel hier Pelletbrennstoff AG. Die Sägemühle heißt die Firma. Das ist die Holzfirma.
Bretter fürs Leben auch nicht schlecht, ja. Was haben wir noch hier? Horst, ja genau, Horst Holzwaren, auch geil. Originale Holzprodukte, Mühlenpark, die Sägemühle. Alles sehr geil. Und das Geile ist, man kann auch die Firmen umbenennen. Also ich könnte jedes Gebäude auch einen anderen Namen geben. Können wir auch machen, dass jeder Spieler irgendwie eine Firma besitzt dann. Zumindest namentlich. So. Jetzt haben wir keine Stromprobleme mehr. Jetzt können wir jetzt wieder fröhlich vor uns hin basteln. So ein bisschen ausrasten mit dem Bauen. Wobei ich jetzt noch eine Oberschule brauche, eine Highschool eigentlich. Wie viel kostet die nochmal? 24.000. Ja, da warten wir auch nochmal. Ah doch, da warten wir. Dann baue ich nämlich hier unten auch noch eine Highschool hin. Dann sollte auch der rote Bereich abgedeckt sein. Dann sollten die wieder happy sein. Und wir sehen es auch jetzt hier gerade. Ich habe aktuell 7.399 Bürger bei mir. Noch 100 fehlen mir, dann geht die nächste Stufe los. Und dann kriege ich wieder mehr Kohle, neue Gebäude und. So, aber währenddessen kann ich hier nochmal ein bisschen Bevölkerung ansiedeln. So, das sieht auch gut aus. Hier kommt die Oberschule, die Highschool. Dann werde ich, wie machen wir es hier? Tun wir eine Straße durchziehen. Wie machen wir das denn hier so? Ja. Das machen wir einfach so hier rein. Muss ich zwar ein paar Gebäude abreißen, aber so ist das Leben halt, ne? Das Leben ist kein Ponyhof. So, machen wir hier alles komplett Wohngebäude hin. Also Wohnkomplexe. Wie machen wir das? Ja, machen wir auch alles komplett. Kenne ich nix. Jetzt hier machen wir wieder so eine Abbiegung. Aber wie gesagt, wenn man mal die Kohle hat, dann kann man hier auch fröhlich rumbauen. Da ist halt wirklich nur der Anfang ein bisschen zäh, kann man sagen. So. Hier machen wir komplett noch alles schön mit Wohnungen. Dann müssen wir die Industrie natürlich auch wieder ein bisschen ausbauen, keine Frage. Das mache ich gleich. Aber wie gesagt, alles nach und nach. So. Kohlemäßig sieht es auch eigentlich relativ gut aus. Oh, das ist jetzt nicht so optimal. Ja. Das will nicht so, wie ich das will. So, so will ich das. Schön und gerade. So, dann kann ich jetzt hier noch was Industrie ansiedeln. Gut, das passt auch. Dann tue ich hier am Rand, glaube ich. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich kann noch ein bisschen hier weiter runterziehen. Aber wie gesagt, ich muss Kohle sparen für die Highschool, Leute. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Nicht zu viel bauen. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. Jetzt baue ich hier nochmal ein bisschen Shopping City hin. Tun wir hier ein bisschen shoppen. Tun wir hier so ein bisschen shoppen. Bin voll vertieft bei der Sache, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Ist der Wahnsinn. So, warte, hier machen wir es auch. So. Boah, es wird immer größer. Sieht geil aus. So. Gefällt mir. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. So, und jetzt gucken wir mal. Ah, da haben wir es. Wir haben eine große Kleinstadt erreicht. Ist das geil. 2500 Bevölkerung, also Anwohner, Bewohner. Jetzt können wir auch eine U-Bahn bauen. Wir können auch neue Zonen. Jetzt haben wir die neuen Gebäudearten. Das wird auch fett gleich. Dann haben wir eine U-Bahn-Station, eine Universität, eine Müllverbindungsanlage. Wir haben total geile neue Sachen. So. Und jetzt bauen wir jetzt mit Oberschule. Da habe ich nie vergessen.
Also, Oberschule. Die pflastern wir genau hier in die Mitte. So, wie schaut es mit dem Gesundheitssystem aus? Das ist alles im grünen Bereich. Polizeiwache, das passt auch. Feuerwehr ist auch alles gut eigentlich. Wir können da oben auch noch einen pflastern, oder? Aber kostet 12.000. Ja, ich weiß, Polizeihauptquartier können wir auch bauen, aber das kostet 60.000. Das ist etwas zu übertrieben. Aber wir bauen jetzt erstmal die neuen Gebäudearten, denn wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dicht besiedeltes Wohngebiet zu errichten und auch zugleich dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und natürlich auch Bürogebiete. Das heißt, wir haben neue Möglichkeiten, neue Gebäudearten. Und ich glaube, aus dem Grund werde ich hier noch ein bisschen umdesignen. Ich werde das hier doch mal eher wieder löschen, diesen Bereich zumindest. Und die neuen Gebäudearten jetzt hier errichten. So. Gehen wir zur anderen Seite auch nochmal rüber. Dann werden wir hier am Rand dementsprechend die neuen Dinger hinpflastern, die neuen Gebäude. Das wird auch geil. Und da müssen wir gucken, dass die Bevölkerung noch was glücklicher wird. Damit die sich auch hier weiterentwickeln sozusagen. So, hier machen wir das dicht besiedelte Gebiet hin. Da müssen wir nachher noch die Wasserleitung vielleicht mal checken. Das müssen wir gleich mal gucken. So, sehr gut. Das gefällt mir, das gefällt mir. Dann müssen wir gleich auch nochmal die Mülldeponie abklären, wie es da so ausschaut. So. So. Gucken wir mal, die Mülldeponie. Ja, sieht ja 98% voll, das heißt, wir müssen die jetzt mal gleich entsorgen. Achso. Den Müll verbrennen. Dafür brauchen wir natürlich eine Müllverbrennungsanlage und die kostet 30.000. Das müssen wir jetzt unbedingt mal machen. Denn das geht nicht ratzfatz. Also das dauert halt seine Zeit, bis das alles verbrannt wurde. Ich glaube, die baue ich hier hin. Einmal. Ja. So, haben wir hier eine Müllverbrennungsanlage. Das heißt, hier wird der Müll abtransportiert von den Mülldepots und wird hier verbrannt. Und damit das gemacht wird, muss ich hier diese Mülldeponie, die schon rappelvoll ist, mit 98%, muss ich jetzt hier beauftragen, dass das Gebäude geleert wird. So, das dauert seine Zeit und deshalb machen wir es jetzt mal fix, sonst haben wir ein Problem. So, das Gesundheitssystem funktioniert auch wunderbar. Wir haben nämlich nur 5 Leute, die bis jetzt gestorben sind. So. Kampf, ich schreibe gerade bezüglich des Boxkampfs um 4 oder 5 Uhr. Was? Nachts wirklich? Um 4 oder 5 Uhr nachts? Ja, stimmt. Wenn die in Amerika ja boxen, sprich in New York, da ist hier die Zeit verschieben und so weiter. Und die Wiederholung gegen 10 Uhr, schreibt Kampffisch, der Boxkampf. Oh Gottes Willen. Na, ich weiß nicht, also so lange bleibe ich jetzt, glaube ich, nicht wach. Dann nehme ich es einfach gepflegt auf. Oder stehe halt dann morgen früher auf. Können wir mal schauen. So, hier müssen wir noch ein bisschen Strom checken. Das soll aber gleich klappen. So, der Tidus ist wieder am Start. Ja, Tidus schreibt, so mal gucken, was deine Stadt macht. Und ja, muss sagen, bist gut dabei. Es hat sich schon was getan in einer Stunde. Naja, ist ja schon ein bisschen mehr als eine Stunde jetzt, aber siehst du mal her, geil, ne? Und Tidus, du hast ein bisschen was verpasst. Ich habe jetzt hier Bezirke eingeteilt, ne? Siehst du vielleicht hier, Bezirksnamen. Wenn du Bock drauf hast, kannst du auch dir einen Bezirk aussuchen, ja? Also wenn du selbst einen Bezirk haben möchtest, dann schreib mal in den Chat, wie dein Bezirk heißen soll. Denn das Coole hierbei ist, man kann diese Bezirke hier einteilen, siehst du? Also diese hell markierten Flächen, das sind sozusagen die Bezirke. Kannst ja mal schauen, wenn du was willst, dann nimm mal einen Bezirksnamen. So, und währenddessen schaue ich mal, wie das mit den Gebäuden aktuell so ausschaut, wie die sich so weiterentwickeln. So, ich muss die Bildung meiner Leute noch was erhöhen. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, wie jetzt die Auslastung aktuell ist.
Also wir haben 743 Studenten in der Oberschule. In der Grundschule haben wir, das passt, 126 von 300. Das heißt, Oberschule passt alles soweit. Und Grundschule auch. Das heißt, ich muss eine Uni bauen. Eine Universität. So, die kostet halt 75.000. Aber das brauche ich unbedingt, damit wirklich die Bevölkerung sich weiterentwickelt und dementsprechend auch die Gebäude größer und toller werden. Das heißt, wir werden jetzt wohl noch ein bisschen warten müssen, bis dementsprechend hier Kohle reinkommt. So, man sieht jetzt hier schon die ersten hohen, dicht bevölkerten oder bewohnten Gebiete. Hier die Hochhäuser. Die kann ich jetzt neu bauen. Haben wir auch ein bisschen Solaranlage obendrauf. Die Paneele, das seht ihr. Finde ich jetzt recht cool gemacht. Und wenn das nicht hier warte, bis ein bisschen mehr Kohle reinkommt, kann ich hier mal ein bisschen rumfahren oder euch mal zeigen, was hier so Tolles gibt bei mir in der City aktuell. Was haben wir denn hier? Hier, Werbetafeln auch hier. Big Bite, it's Crunch Time. Ja, sehr lecker. Dream for Free, See You Inside, Magic Shop haben wir auch hier, der Knaller. Also hier gibt es verschiedene Geschäfte. Ein Familienhaus haben wir auch am Start. Und was ich auch sehr geil finde, ist, dass sich hier das alles reflektiert. Also in den Windschutzscheiben, falls ihr das seht, das spiegelt alles. Das ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Da vorne in diesem Supermarkt zum Beispiel. So, was haben wir denn noch hier? Eine Burgerbude. Was ist das denn hier? Das ist ein Eichhörnchen. Das ist ein Donutladen oder das ist nur Werbung? Das sieht ja lustig aus. Ist das putzig. Also ihr seht, es ist wirklich... Also die Häuser sehen auch sehr unterschiedlich aus. Es ist nicht so, dass jedes Haus gleich ausschaut. Ist natürlich auch davon abhängig, wie sich das alles hier so entwickelt. Oh, könnte ich das machen? Das sieht auch sehr hübsch aus. Mit dem Moped hier, mit dem Motorroller. Überall Solarpaneele drauf, das heißt, die Stadt entwickelt sich auch sehr umweltfreundlich. Gefällt mir sehr. So, was gibt's denn hier alles? Hier gibt's irgendwie, die ganze Stadt ist mit Burger-Werbung versehen. Und mit Donut-Werbung. So, warte, wir können ja mal hier diesen Donut-Wagen hinterherfahren. So, fahren wir mit dem Donutwagen, das ist die Sicht halt vom Donutwagen aus seiner Perspektive. Und währenddessen checke ich mal den Chat. So, okay. Pyrox hat geschrieben, war von meinem Onkel der Geburtstag. Hm, Name für den Bezirk. Neu AK. Was? Akakia. Ja, warum nicht? Machen wir gleich, Pyrox. Ich werde hier noch ein bisschen den Chat lesen und da werde ich auch dir einen Bezirk geben. Können wir mal gucken, wo wir noch Platz haben. Noch ist ja Platz genug und es wird ja immer größer. So, Titus hat auch geschrieben, nice, ein schöner Zusatz. Sollte mir auch vielleicht das Spiel holen. Hm, mal überlegen. Ich habe SOL. Aha. Achso, du. Achso, okay. Hm, mal überlegen. Ich hab's. SOL wäre nett, wenn du eins danach benennen könntest. Ja, hat auch SOL was zu bedeuten? Also ist das ja eine Abkürzung, denke ich mal. Was heißt das denn? Oder warum SOL? Titus, kannst du mir reinschreiben. So. Der Donutwagen fährt hier fröhlich vor sich hin. Man sieht, die Stadt wird immer größer. So. Okay. Ja. Boah, ich habe die ganze Zeit Holz im Gesicht. Was ist denn los? Immer nur Holz sehe ich hier. Ich sehe nur Holz. Der Donutwagen, der fährt irgendwie ein bisschen sehr dicht auf, muss ich sagen. Wenn das die Polizei sieht, das ist ja jeder Wahnsinn. Na gut, so, komm. Switch mal wieder raus. Das können wir hier mal weg-xen, glaube ich. Ja, läuft. So. Ja. Jetzt machen wir jetzt mal die Bezirksgeschichte. Was haben wir noch frei? Hier, machen wir hier neben Time Waste. Ich hoffe, AgroAndu89, das passt ja. Und dass du dich halt mit dem Pyrox verstehst. Also wir machen jetzt hier neben dem Bezirk vom AgroAndu, machen wir jetzt hier den Bezirk von Pyrox.
Die benennen wir um. Und da machen wir mal hier, wie du schon gesagt hast, Neu-Arkakia. Ich hoffe, man spricht richtig aus. Wo haben wir es denn? Aha. So, ne? A, C, A, C, I, A. Passt. Bitteschön. Hast auch einen kleinen schönen Bezirk. Ist klein, aber fein. Da siehst du das, dein Bezirk jetzt hier, Pyrox. Ich hoffe, dir gefällt's. Hast so eine kleine Wohngegend hier. Können wir schon gucken, was bei Pyrox so abgeht hier in seinem Bezirk. Was ist das denn hier? Ist ein Swimmingpool drin? Oder was soll das sein? Ist das ein Swimmingpool? Nee, das ist doch irgendwie schwer zu sagen, was das ist bei Pyrox im Garten. Ist aber hier gut belebt, muss man sagen. Viel Verkehr auch. Oh, das sind geile Hütte. Also bei Pyrox sieht man hier im Garten, er hat einen geilen Swimmingpool. Das sieht schön aus, muss ich sagen. Ja, gefällt mir. So. Was haben wir noch? Tidus, ja genau, Tidus Bezirk checken wir mal aus. Bei Tidus machen wir es einfach mal hier, machen wir hier drunter. Unter dem Bezirk von Pyrox machen wir den Bezirk von Tidus. So. Soll oder SOL ist keine Abkürzung, schreibt Tidus. In Sci-Fi wird meist der unser Sonnensystem Achso, wird das Sonnensystem so genannt, okay. Aha. Du bist also ein kleiner Science-Fiction-Fan, schreibt Tidus. Ah, okay, ja, dann machen wir es mal. Warte mal. Aber wir machen das mal ein bisschen anders. Wir werden jetzt hier Tidus 254. Ich werde auch euren Namen da in Klammern hinterschreiben, weil wenn das jetzt immer mehr Leute werden, die jetzt hier so einen Bezirk bekommen, dann weiß ich ja gar nicht mehr, von wem der ist. Deshalb schreibe ich euren Namen mal hinter. Also Pyrox. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja keinen Stress. Pyrox. So, okay. Sea Town ist eh klar. Time Waste war hier. Den, wo haben wir es da? Einmal. Agro. Ich hoffe, das passt von der Länge her. Agro Andu. Agro Andu 89. Das passt, ist cool. Aber man kann genug schreiben. So, Gigahausen ist eh klar. Ist halt, ja, wer sonst? Gigatobi. So, Gigatobi haben wir auch. Akiba. Akiba war Kampffisch. Weil ich noch alles weiß, ne? Der Wahnsinn. Kampffisch. So, Kampffisch haben wir auch am Start. Dann haben wir Fischhausen auch immer. Also Rinn ist eh klar. Melling war Militus. So, passt doch. Sieht doch gut aus. Gefällt mir sehr. So, haben wir jetzt alles, ne? Habe ich was übersehen? Nee, glaub nicht. Das passt, glaube ich, so. So, okay, also AgroAndus hat noch geschrieben, mehr Videos davon wäre schon cool, möchte sehen, wie sich die City noch entwickelt. Ja. Wenn ihr es wollt und wenn ich da weiter einen Bock drauf habe, klar, können wir gerne machen. Schauen wir einfach mal, ne? So, AgroAndu ist auch zufrieden mit der Nachbarschaft, das passt auch soweit. Okay, also jetzt haben wir wieder genug Kohle, das ist immer sehr vorteilhaft. Wenn man hier ein bisschen streamt, da kann man halt währenddessen man hier auf Kohle wartet, die reingeprasselt kommt, ein bisschen quatschen. So, jetzt können wir mal gucken, wo es bedarf. Ich wollte eine Uni bauen, glaube ich. Machen wir es mal. So, die Uni pflastern wir einfach mal. Wo tun wir die hin? Hier so unten hin oder oben? Hier so hin. Das deckt eigentlich alles sehr zentral ab, ne? Wäre eigentlich ziemlich geil hier in der Mitte. So. Das passt. Haben wir mal die Uni hier mitten reingepflastert. Hinter das Feuerwehrhaus. Und da kann ich hier noch ein bisschen, was bauen wir hier? Wir bauen hier ein paar Büroflächen vielleicht. Oder? Ne, wir bauen jetzt einfach hier ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. In dem Bereich. Dann können die Studenten auch hier schön shoppen gehen, ne? Die haben zwar nicht so viel Kohle, sagt man ja, ne? Aber why not, ne? Das sieht man auch hier, wird schon fleißig gebaut.
Seht ihr? Sehr geil. Leider geil. Sagt man so schön, ne? So, schauen wir mal zu, wie sich das hier alles von alleine baut. Finde ich schön. So. So. Gear2B schreibt das T bitte groß. Echt? Okay, warte. Okay, ja, mach ich Gigatobi. Warte, wir bauen jetzt erstmal hier das fertig. Und dann schaue ich mal. Oh, was ist denn hier? Tentakel. Uhren. Siehst du das? Hier sind Tentakel. Magst du was dazu sagen? Oh mein Gott. Nein, ich sag lieber nicht. Tentakel-Werbung neben Go Nuts Donuts. Was für ein Werbeslogan. Ja, warum nicht? Was denn das hier? Wow, einmal durchs Gebäude gebackt. Jubile. Soll es ein Auto sein? Interessant. So, hier ist die Feuerwehr. Da kommt das nächste Tentakelhäuschen. Mhm. Und die Uni. Da ist noch nicht so viel los, aber da sollten bald Leute kommen. Die Uni sieht schon geil aus. Schön groß. Passt. So, und jetzt können wir mal hier bei Gigatobi schauen. Wo waren wir es denn? Gigatobi. Du wolltest das T groß. Ja, kriegst du. Auseinandergeschrieben oder zusammen? Wir machen es mal zusammen. Soll das passen? Sollte so passen, oder Gigatobi? So. Gut. Weiter geht's. Hier wird noch fleißig gebaut. Das sollte passen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können eigentlich jetzt nur darauf warten, dass die Leute halt sich mehr fortbilden, damit die Häuser sich weiterentwickeln. Währenddessen kann ich mal schauen, ob ich vielleicht mal mehr Parks baue. Das hat auch großen Einfluss drauf. Man sieht jetzt hier, die Gebäude sollten eigentlich schön strahlend sein. Wir können natürlich... So, was hier so? Ich weiß nicht, so was hier so Drang ein... Ja, komm, machen wir hier so einen schönen Park hin. Dann seht ihr auch schon, wie die Gebäude alle heller werden, seht ihr? Und wenn die Gebäude hell sind, dann bedeutet das, dass die halt zufriedener sind. Das heißt, wir werden jetzt hier schön darauf achten, dass hier noch mehr Parks ich errichten werde. Oh, hier so einen japanischen Garten kann ich auch bauen. Wird ja auch geil, ne? Müssen nur Platz finden. Hier so hin. Oder hier so oben, irgendwie so in dem Bereich, einen japanischen Garten. Ist schwer zu sagen, wie das. Oder hier so. Hm. Was haben wir denn da für Gebäude? Sind das Einkaufszentren? Aber die müssen dran glauben. Also ein japanischer Garten und allgemein, das geht vor. Was kann ich gerade nicht? Ah, das geht hier nicht, aber hier werden die Gebäude schon mal heller. Das seht ihr hier, das ist sehr geil. Das heißt... Ja, das will ich aber nicht. Oder, ach nee, ist zu teuer. 15.000 kostet das. Ach du dicke Sei. Können wir lieber so einen japanischen Garten entpflastern, oder? Tun wir einen japanischen Garten hier hin. Da wird es auch wieder heller, die Gebäude. Das ist sehr gut. Okay, und da sieht man auch jetzt hier, da seht ihr diese Pfeile, die aufploppen, diese grünen Pfeile. Das heißt, dass dieses Gebäude dann upgraded wird. Da zum Beispiel rechts auch. So, warte mal. Gucken wir mal. Da seht ihr, das Gebäude wird auch zum Beispiel jetzt gerade umgebaut. Das heißt, es wird von der Stufe höher. Der Stufenanstieg. Das heißt, die entwickeln sich von alleine wieder besser voran. Und dann sehen die auch optisch geiler aus. So, da ist schon eine schöne Villa jetzt entstanden. So. Hier wird auch gerade das nächste Gebäude aufgewertet. Das heißt dann auch dementsprechend mehr Einnahmen. Sehr schön. So. Ob das auch Auswirkungen hat, wenn ich jetzt hier im Industriegebiet einen Park hinpflaster, ob das auch die Stimmung hebt? Ich weiß ja nicht. Das Problem ist ja, dass die Umwelt so verpestet wird, da dass das irgendwie dann glaubt. Na, wir probieren es einfach mal.
So, die sind auch hier ziemlich glücklicher. Aber die Gebäude, glaube ich, bleiben... Ah, nee, die werden auch heller geil. Das heißt, es hat auch Auswirkungen im Industriegebiet, ob da ein Park ist oder nicht. Ja, sieht doch schön aus, Leute. So, dann checken wir mal währenddessen das Mülldepot, wie es hier ausschaut, das schon jetzt leer ist. Ne, ist noch zu 69% voll. Das heißt, es wird hier noch schön verbrannt. Bei der Müllverbrennung. Der Müll. Ja, das sieht doch geil aus. Das sieht geil aus. Mich freut's. So. So, wo ist Bedarf? Aktuell anscheinend nicht so viel. Das können wir ja ändern. Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich will natürlich hier das Maximum nutzen. Können wir hier reinbauen? Ne, das geht nicht. Dann verliere ich was. Wir könnten hier mal so ein bisschen Bürofläche bauen. Hier so einen kleinen Bereich mal vielleicht. Ein bisschen Bürofläche schadet auch nicht. So. Und wir könnten natürlich auch die Stadt ein bisschen schöner machen, denn es gibt auch die Möglichkeit, die Straßen hier zum Beispiel mit Bäumen zu versehen. Das hebt natürlich auch die Stimmung.